Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hatte ich letzte oder vorletzte Woche schon angekündigt. Nissan Pickup-Umbau. Fahrzeug, AOK-Ausführung momentan, sieht wirklich ein bisschen einfach und langweilig aus, wollen wir mal sagen. Wollen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Pep reinkriegen. Das Auto soll, wie man ja auch sieht, für die Jagd benutzt werden. Hat schon einige Spuren abbekommen. Pflegezustand, naja, aber wir kriegen ihn schon schön hin. Anbauen werden wir einen Frontbügel, die übrigens zugelassen sind. Viele Leute meinen immer noch, dass Frontbügel verboten sind. Das ist Quatsch. Frontbügel dürfen verbaut werden, wenn sie eine E-Zulassung haben. Diese E-Zulassung ist immer auf dem Bügel angebracht. Die vertreiben wir auch, ist also überhaupt kein Problem. Frontbügel sind erlaubt. Dann bekommt er Schwellerrohre. Dann bekommt er einen Sportbügel hinten auf der Ladefläche mit geilem Laserlicht oben drauf, werdet ihr sehen. Diesen Radsatz, der hier neben mir sitzt, und Verbreiterung. Hallo Conny, ein extra Gruß von mir noch. Wasch denn mal dein Auto. Schwellerrohre sind montiert, Felgen und Reifen sind montiert, Sportsbar ist montiert. Jetzt machen wir den Frontbügel. So, dann fangen wir mal an mit dem Einbau. Filmen wir das auch nochmal und hoffen, dass ihr weiter Spaß habt im Video. Und los geht's, der Joe wird uns den Bügel jetzt anbauen. Bügelverbreiterung montiert, Schwellerrohre montiert. Jetzt kommt was richtig Geiles. In die heutige Zeit passt nichts mehr rund und Chrom und so weiter. So schön modern, Hightech von Laser. Haben wir zwei für vorne und einen für hinten, den zeige ich euch auch gleich nochmal. Wichtig ist wieder, wenn ihr Zusatzscheinwerfer kauft, dass ihr drauf aufpasst. Ich hoffe, man kann das sehen. Guck mal, E-Prüfzeichen. Damit ist er homologiert, gibt es vom Sportverein Grün-Weiß keine Probleme, keine Penalty. So, da gibt es zwei verschiedene, ich zeige den anderen auch gleich nochmal. Dieser hier ist schön nach vorne gerichtet, über die Motorhaube schiebt er das Licht rüber, auch während der Fahrt, so dass es nicht blendet von der Haube oder reflektiert und auch nicht zu früh auftritt, richtig schön weit. Wollen wir mal gucken, ob wir das im Dunkeln auch mal darstellen können. Der wird schon so 100, 200 Meter weit richtig fett nach vorne brennen. So, und dann zeige ich euch mal den, den wir da hinten haben. Da sind wir wieder. Da haben wir den, der nach hinten geht. Und hinten brauchen wir mit der Blendung von der Motorhaube, Reflexion und so weiter, nicht so viele Probleme. Da haben wir einen genommen, der von vornherein das Licht schön streut und nicht erst 20, 30 Meter nach vorne wirft und dann runter geht. Das funktioniert optimal und von der Optik, was soll ich sagen, Top-Verarbeitung, nicht billig, aber dafür haben wir was Vernünftiges im Auto mit der Top-Verarbeitung auf lange Sicht was Schönes und die machen wir richtig. Und auch hier wieder E-Prüfzeichen. Alles absolut legal, haben wir gesagt. So, dann wollen wir die mal verbauen.